Hi Leute und willkommen in diesem Video. Heute geht es um den Wechsel an der S-Klasse und zwar um diesen Querlenker. Ja, heute wollen wir an der S-Klasse auf der Fahrerseite den oberen Querlenker, Dreieckslenker wechseln. Hier ist insbesondere zu beachten, dass das Auto ein Luftfahrwerk hat. Das heißt, hier in diesem Fall ist das Luftfahrwerk wirklich ein Vorteil, denn das Luftfahrwerk hat dann einiges an Platz hier hinten. Das heißt, wir kommen so wunderbar an die Schrauben heran, ohne das Federbein auszubauen. Und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Ja, natürlich muss erst einmal der Reifen herunter. Das machen wir als erstes. Ja, dann sehen wir hier oben schon den oberen Querlenker, den oberen Dreieckslenker. Er ist an drei Punkten befestigt. Einmal hier vorne am Achsschenkel, dann zweimal hinten rechts und links an der Karosse. Wie gesagt, hier ist die Besonderheit, dass das Auto ein Luftfahrwerk vorne hat. Es ist eigentlich besser wie ein normales Fahrwerk, da wir hier die großen Federn nicht haben. Darum kommen wir hier hinten an die Schrauben super ran. Im Normalfall ist es dann so, dass man das Federbein ausbauen muss, denn sonst kommt man hinten an die Schrauben nicht ran zur Verschraubung bzw. zum Herausziehen der Schrauben. Hier ist halt noch zu beachten, dass hier der Höhenmesser ist vom Luftfahrwerk. Auch hier müssen wir halt aufpassen, dass wir ihn nicht beschädigen beim Ausbau. Er ist hier oben auf den Dreieckslenker aufgeschraubt. Den müssen wir dann abschrauben und aufpassen, dass wir da nichts abbrechen oder verbiegen. Das geht recht schnell bei den kleinen Teilen. Und ja, wir fangen an hier vorne mit der Verschraubung. Geht am einfachsten, am besten mit dem Schlagschrauber. So, das war die erste. Dann gehen wir hin und reinigen hier oben die kleine Schraube der Höhennivellierung. Die reinigen wir gut vor. Hier oben wird viel Dreck drauf sitzen und wenn ihr versucht, die Mutter so herunterzuschrauben, wird sie sich festfressen und dann habt ihr keine Chance mehr, sie zu lösen, ohne irgendetwas kaputt zu machen. Darum gut lösen. Etwas Schmiermittel dran, WD-40 oder so und so weiter, irgendwelche Rostlöser. Und dann bekommt ihr sie schon auf. Also so sieht das Ganze aus. Hier hinten ist diese kleine Schraube. Die habe ich jetzt gut gesäubert und eingesprüht. Das lassen wir jetzt kurz einwirken. Und dann werden wir die als erstes herausdrehen, dass wir hier hinten diesen Sensor abklappen können, dass da nichts passiert. Gerade wenn wir hier vorne das Gelenk aus dem Achsschenkel herausdrücken, kann es passieren, dass es mit einem Schlag hochgeschlagen wird. Und das wollen wir natürlich vermeiden, dass dann hier hinten irgendwie etwas abbricht. Ja, also auf jeden Fall mit etwas Sorgfalt an die Sache herangehen. Gerade hier an dieser Schraube da oben. Lieber etwas länger einwirken lassen und gut säubern, etwas Zeit lassen, als dass euch nachher da irgendwas abbricht. Ich denke, wir können es mal versuchen. Seine Zehner Mutter. Und diese versuche ich jetzt mal leicht zu lösen. Oh, das schien ganz gut zu gehen. Jawohl, die haben wir ab. Klappen sie jetzt einfach so herunter, machen die Mutter drauf und dann lassen wir hier sie so hängen. Wie gesagt, so war sie hier oben dran. Ein paar Positionen merken und jetzt lassen wir sie einfach hier hängen. Jetzt können wir ohne Probleme hier vorne den Achsschenkel herausdrücken und dann geht es schon an die hinteren beiden Schrauben.
So, jetzt spannen wir unseren Ausdrücker wieder gut ein. Dann werden wir jetzt hier den Querlenker inklusive des Gelenks aus dem Achsschenkel herausdrücken. So, da haben wir ihn. Mit etwas WD-40 klappt das alles ganz gut. Hier am Achsschenkel müsst ihr jetzt aufpassen, dass ihr ihn nicht zu sehr nach vorne biegt, denn sonst hängt er an den Kabeln. Ich löse das so, dass ich hier einen Kabelbinder befestige am Abschenkel und hinten am Federbein, dass der nicht nach vorne klappen kann, dann kann da nichts passieren. Und ja, ihr seht, wie der hochschnappert. Das liegt daran, dass diese, genauso wie beim letzten Video hier bei der S-Klasse, wo wir den unteren Querlenker getauscht haben, hier hinten diese Achsverschraubungen müssen im eingebauten Zustand richtig festgezogen werden. Das heißt, wenn Gewicht auf dem Fahrwerk ist, also wenn das Auto voll auf den Reifen aufliegt, dann erst dann ist gewährleistet, dass alles richtig funktioniert und kein übermäßiger Verschleiß entsteht. Ja, jetzt können wir, wie gesagt, erst hier einen Kabelbinder drum machen, dass nichts passieren kann. Dann öffnen wir die Motorhaube und suchen mal die Verschraubungen, wie gut wir daran kommen für hier diese zwei Schrauben. So, wenn wir hier so einen kleinen Schutz wieder einhängen, dass wir nichts verkratzen. Ja, die erste Schraube bzw. Mutter sitzt hier vorne am Dom. Die zweite sitzt im hinteren Bereich und zwar genau hier hinten. Ich weiß nicht, wie gut ich das mit der Kamera einsetzen kann. Ganz unten sitzt sie und die lösen wir jetzt. Ja, mit dieser hier vorne fangen wir dann gerade an. Lösen, bis die Schraube mitdreht. Sobald sie mitdreht, werden wir dann einfach von unten mit dem Schlüssel dagegen halten und dann können wir sie einfach abdrehen. So, die erste haben wir, werde ich sofort durchstecken und herausziehen. Passt auf, denn da ist gleichzeitig unten auch das komplette Gestänge von dem Höhennivellierer mit dran. Einfach nach unten wegklappen, dann passiert da nichts. Das ist die erste. Jetzt geht es an die zweite hier hinten. Die kann ich schlecht filmen. Das muss ich jetzt leider so machen. Bin ich ja froh, wenn ich so überhaupt mit der Hand dran komme. So, die zweite Schraube habe ich jetzt auch draus. Die können wir hier rausziehen. Den Querlenker entnehmen. Dann kann der neue her. Hier auf jeden Fall darauf zu achten, wenn ihr Ermatik habt, das heißt vorne Luftfahrwerk, dass ihr einen Querlenker bestellt für das Luftfahrwerk, da hier die Höhennivellierung eingehangen wird. Ich glaube, bei dem normalen ist dort halt nichts dran. Ja, dann können wir den einsetzen. Die erste Schraube auf jeden Fall reinsetzen. So, erste Schraube ist durch. Jetzt kommt die zweite. Bei der zweiten ist halt auch wieder zu beachten, dass ihr hier den Halter der Höhennivellierung mit durchsteckt. Dann einfach Schraube durch. Komplett durchdrücken, soweit es geht. Okay, weil da kriege ich sie so nicht durch. Und dann werde ich sie von außen mit der Mutter rausziehen. Und was ihr gleich machen könnt, da der Querlenker ja in einer gewissen Position eingebaut werden muss und erst ganz am Schluss, wenn Gewicht drauf ist, das heißt, wenn das Federbein einfedert, wird er ungefähr in dieser Stellung sein und erst dann festziehen. Und damit er ungefähr schon mal fixiert ist in dieser Stellung, lege ich einfach hier diesen Kasten unter, dass er so schon mal bleibt.
Und dann können wir oben die beiden Muttern wieder aufsetzen und dann soweit schon mal fixieren. So, wie gesagt, nur leicht andrehen und erst später dann komplett festschrauben. Ja, das mache ich jetzt genauso mit der zweiten Mutter. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass die euch beim Draufsetzen nicht dort runterfällt. Denn wenn die da runterfällt, ist die für immer weg. Die bekommt ihr da mit Sicherheit nicht so einfach heraus. Und wie gesagt, da einfach etwas Vorsicht dabei. Und die Mutter dann draufsetzen. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Jawohl, ist gut drauf. Und die können wir jetzt auch festschrauben. Wie gesagt, auch diese, nur gerade so handfest anziehen, dass der Querlenker ungefähr in Position bleibt und ganz am Schluss dann festziehen. So, und wenn ihr es dann unter größter Mühe geschafft habt, beide Schrauben hereinzuschrauben, wie gesagt, hier die vordere ist ja gar kein Problem. Die hintere ist alleine fast nicht zu machen, denn man muss doch recht weit sich herunterbeugen, um den Schlüssel festzuhalten. Dann hier ziemlich weit runter zum Draufkommen, da geht nur der Maulschlüssel drauf. Mit dem Rückschlüssel funktioniert es einfach nicht, da die Schraube nach oben geneigt ist etwas. Und das klappt dann so nicht. Also immer mit dem Rückschlüssel, immer Stück für Stück, immer wieder drehen, immer nur ein kleines Stück. Und das ist recht mühsame Arbeit alleine. Darum zweite Person dabei, die den Schlüssel unten hält, dann geht das recht fix. Ja, wie gesagt, diese nur handfest anziehen, dass der Querlenker in Position bleibt. Ich zeige es euch mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich kann ihn immer noch ohne Probleme herunterholen, beziehungsweise ein Stück heraufdrücken. Aber wir werden ihn ungefähr in diese Position hier bringen. Wie gesagt, erst später festschrauben. Jetzt werden wir aber trotzdem hier die Mutter mal lösen und werden den Querlenker dann herunterdrücken hier drauf. Aber als erstes natürlich hier unten den Achsschenkel wieder lösen. Das hier muss natürlich wieder ab. Dann werden wir den Achsschenkel jetzt wieder herunterdrücken und hier einfädeln. So, dann die selbstsichernde Mutter drauf. Und mit dem Schlagschrauber festziehen. Und dann kann wieder der kleine Sensor drauf. Die Mutter schraube ich wieder ab. Dann bringe ich ihn wieder in Position, stecke ihn durch und schraube ihn oben fest. Ja, wenn der Sensor dann auch fest ist, noch einmal alles überprüfen, dass hier sämtliche Kabel richtig verlegt sind, alle in den vorgesehenen Führungen drin stecken, dann den Reifen drauf, Auto etwas ablassen, Gewicht drauf lassen auf die Achse, die beiden Schrauben hier hinten noch festziehen und dann war es das soweit. Okay, alle Schrauben sind fest, jetzt wo Gewicht auf dem Fahrwerk drauf ist. Ja, das war der Wechsel vom oberen Querlenker an der S-Klasse. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.